Gedanken, die dritte Grundlage der Achtsamkeit. Ob wir es wissen oder nicht, unser Verhalten wird von unserem Denken geprägt. Wir tun das, was wir für richtig halten, was wir aus Gewohnheit kennen und woran wir glauben. Unzählige Entscheidungen treffen wir, ohne groß darüber nachzudenken, woher sie kommen und wohin sie führen könnten. Gedanken haben uns im Griff. Meistens merken wir nicht einmal, dass wir denken. So wie das Sinnesorgan Nase das Riechen ermöglicht, so bedingt das Sinnesorgan Geist das Denken. Während Emotionen aus einer Mischung von geistigen und körperlichen Prozessen entstehen, sind Gedanken der klassische Ausdruck des Geistes. Mit dem Denken überwinden wir das Gebundensein in Raum und Zeit. Es entführt uns aus der Gegenwart in imaginäre Welten. Gedanken erzeugen Vergangenheit und Zukunft. In der buddhistischen Lebensweise ist es eine essentielle Aufgabe, kontinuierlich in den gegenwärtigen Moment, die sinnliche Erfahrung im Hier und Jetzt zurückzukehren. Gedanken locken uns fort. Wir träumen uns nur zu gerne in die Zukunft hinein, weil wir glauben, dass sich dort erfüllt, was jetzt unbefriedigt bleibt. Oder wir leben in der Erinnerung an die Vergangenheit. Etwas hält uns fest im Gestern, gute oder schreckliche Erfahrungen lassen uns einfach nicht los. Wie Spinnweben hüllen die Gedankenmuster uns ein. Sie verhindern, dass wir Chancen in der Gegenwart ergreifen. Mit diesen Gedankenmustern meine ich jedoch nicht gezieltes, bewusstes Denken, wenn wir etwa über Fehler in der Vergangenheit nachdenken, um sie nicht zu wiederholen, oder konkrete Pläne schmieden und auf diese Weise die Zukunft visualisieren. Dieses wache Denken weiß, dass Leben nur im Jetzt stattfindet. Sobald wir aber bemerken, dass träumerische Gedanken uns aus der Gegenwart entführen, sollten wir immer zum bewussten Empfinden des Körpers zurückkehren. Achtsames Erleben von Gedanken. Für die folgende Übung brauchen Sie ein wenig ungestörte Zeit, egal in welcher Körperhaltung. Sie können die Übung mit offenen oder geschlossenen Augen machen. Ihre Aufgabe lautet, mit der Aufmerksamkeit beim reinen Wahrnehmen Ihrer Körperempfindungen zu verbleiben. Benennen Sie innerlich, was Sie im Körper spüren, etwa den Druck Ihres Körpers auf der Sitzfläche, die Bewegung des Atems, die Lage der Gliedmaßen. Von Moment zu Moment entstehen und vergehen immerzu neue Empfindungen im Körper. Nehmen Sie ganz entspannt wahr, was geschieht ohne besondere Anstrengung. Achten Sie darauf, wann Sie von den Körperempfindungen weggehen, hin zu Gedanken.
Sobald Sie merken, dass Sie denken, kehren Sie zurück zu den Körperempfindungen. Gedankenmuster, die vierte Grundlage der Achtsamkeit. Die vierte Grundlage der Achtsamkeit betrifft sich wiederholende Gedankenmuster. Ein Gedanke kommt selten allein. Glaubensvorstellungen, Vorurteile, Einstellungen, Meinungen, Assoziationsketten zu bestimmten Personen und Themen in unserem Leben wiederholen sich immerzu und bestätigen sich stets selbst aufs Neue. Von manchen Gedankenmustern wissen wir schon von vornherein, dass sie unwahr sind, doch wir denken sie trotzdem weiter. Der alte Sufi-Narr Nasruddin, von dem die abenteuerlichsten Geschichten erzählt werden, prahlte vor seinen Freunden in der Teestube: »Ich kann im Dunkeln sehen.« »Wenn das wahr ist«, sagten seine Freunde, »stellt sich die Frage, warum wir dich denn manchmal nachts mit einer Kerze umherlaufen sehen?« Nasruddin erwiderte: »Ich benutze nur deshalb ein Licht, damit die anderen Leute mich nicht umrennen.« Solche Argumentationen kennen Sie sicher auch von Freunden und Nachbarn. Nur bei uns selbst bemerken wir sie nicht. Wir sind so eng verwoben mit unseren Gedankenmustern, dass es viel Achtsamkeit braucht, um unser Denken zu erkennen. Je weiter wir in der Achtsamkeitsübung vorankommen, desto eher ist es möglich, Gedanken loszulassen, sie nicht weiterzudenken oder auch sie durch angemesseneres Denken zu ersetzen. Nun haben Sie einen ersten Eindruck von den vier Grundlagen der Achtsamkeit gewonnen. Forschen Sie weiter, denn Achtsamkeit lebt von Interesse und Motivation. Mit der Zeit werden Sie eine Kontinuität der Achtsamkeit aufbauen. Doch bedenken Sie, Achtsamkeit ist eine Kunst. Wir wissen alle, wie lange und wie intensiv große Künstler üben, bevor sie zur vollen Reife gelangen. Entsprechend geduldig und mitfühlend möchten sie auch mit sich selbst in der Achtsamkeitsübung sein. Dieses Hörbuch will sie darin unterstützen, mit Hilfe von Achtsamkeit eine klare Ausrichtung in ihrem Leben zu entwickeln. Durch die meditative Praxis der Achtsamkeit entsteht innere Ruhe, Ausgeglichenheit und Einsicht in Wahrnehmungsprozesse, die unser gesamtes Erleben wohltuend verwandeln. Regelmäßige Schulung der Achtsamkeit schafft ein neues Verständnis von allen Vorgängen des Lebens. Der ungeschulte Geist ist geprägt von Konflikten und Hindernissen. Das Wissen um die Wirkungsweise der fünf Hindernisse ist daher eine wertvolle Ergänzung zur Achtsamkeitsübung. Darüber erfahren Sie mehr in meinem Hörbuch mit dem Titel »Fünf Weisheiten für den Alltag«. Auf dieser CD werden Ihnen die fünf Hindernisse ausführlich vorgestellt. Mit Achtsamkeit können Sie üben, wie Sie die Hindernisse durch gesunde Gegengewichte ausgleichen und mehr loslassen können. Achtsamkeit fokussiert den Geist. Ein Moment von Achtsamkeit erweckt den nächsten.
Viele aufeinanderfolgende Momente von Achtsamkeit schaffen Ruhe und Konzentration. Die Fähigkeit, mit Ausdauer bei einer Sache zu bleiben und sie dadurch tiefer zu ergründen. Finden Sie heraus, welche Umstände Achtsamkeit in Ihrem Alltag stärken und was Sie daran erinnert, achtsam zu bleiben. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Ihre Achtsamkeit zu nähren.